Waka Waka, meine lieben Freunde! Wir sind hier zurück im Pokémon Schild zusammen mit Johnny, mir und dem komischen Traitor. Ja, was geht? Das ist echt frech zu ihr zu sagen. Nimm's dich persönlich, okay? Nimm's dich persönlich. Sie wird's nicht persönlich nehmen. Sie wird dich nehmen. So, ich erinnere mich noch an eine Sache. Bloß nicht mit irgendeinem Trainer in Kontakt treten. Warum? Weil wir alle überlevelt haben, was? Ach ja, stimmt, da war ja was. Nein! Wolli! See me rolling! Okay, es ist nur der Corona, alles in Ordnung. Oh nein, was ist Corona? Ich Wolli machen und ist nein! Safe. Es hat ganz schön Knall gegeben. Ja. Wo reden Sie? Verlassen Sie mein Haus! Gehen Sie raus hier! Mein Name ist Kudaruk. Kudijaro. Jaro ist auch eines der hässlichsten Charakter-Designs aller Zeiten. Ja, der hat auch keine Nase. Ich finde ihn ja eigentlich genau deswegen so legendär. Er hat einfach Down-Syndrom, ey. Junge, warte mal. Ich weiß, was er ist. Er ist einfach der Sohn von Voldemort. Wisst ihr, eigentlich hatte ich Bock in die Arena zu gehen, aber wenn ich diesen Hackbeil da sehe, dann habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Okay. Also, hol ich jetzt noch was Sender raus. Hey, Igel ist toll! Igel, ich liebe dich! Bla bla bla. Ich weiß von so. Sanja hat nach dir gesucht, sie würde dich was fragen, Igel ist toll. Oh. Okay. Ja, klar, mich fragen immer Weiber was. Ich hab kein Interesse mehr. Fucking Voldi, so ein hässliches Pokémon. Ich find's niedlich. Ich meine, Voldi geht doch, aber die Entwicklung ist halt einfach im Zustand. Ja. Die Entwicklung ist nicht mal wirklich hässlich, sie ist einfach nur langweilig. Nee, die Entwicklung sieht einfach nur dumm aus. Junge, halt doch einfach die Fresse, Voldi, und verpiss dich. Schau sie dir an, wie sie kokett da guckt, diese Pfadfinderin. Eine Backpackerin. Geile Sau. Da gibt's doch scheinbar ein Rätsel bei den Steinen, wo du irgendwie die da richtigen Reihenfolge drücken musst, da kriegst du ein Item. Das hab ich von kurzer Erfahrung, ich hab's nie gemacht, aber es. Echt? Ja, es gibt da irgendwie so. Kannst du mit dir. Oh, wer erzählt mir dieses Rätsel? Irgendein Mädchen. Das wird wahrscheinlich das da oben sein. Nein, nicht dieses Mädchen. Guck mal, wie sie guckt, Alter. Unterlassen Sie ein Gespräch mit mir. Ich find's immer so schade, dass man da nicht bei den Humanoid rausgucken kann. Und ich liebe es übrigens, dass das Humanoid, dass das einfach von Sugimori gezeichnet wurde. Das ist sehr charmant. Ich kann mir vorstellen, dass das ursprünglich geplant war, dass da manchmal random einfach Yahoo kommt, weil Yahoo müsste ja groß genug sein, um aus dem Humanoid rauszukommen. Ja, das wäre schon hart, das wäre schon ähnlich hart. Ähnlich wie in Schwarz-Weiß 2 in Abidaya City, wo dann, glaube ich, je nach Wochentag immer ein anderer kam. Kannst du mir aufhören, Beleber zu schenken? Für wen hältst du mich? Ich meine, es ist gutes Geld. Das ist richtig. Ja, aber wozu brauche ich in diesem Spiel Geld? Geh da, Schlaraffel. Ein Schatz vergraben liegt. Ich habe diese Karte hier auf Angebestellung gefunden. Mit Monumenten, die aus dem Boden sprießen, musst du geschwind den Kreislauf schließen. Erst Pflanze, dann Stärke, dann Schwäche. Okay, also erst Pflanze, dann höchstwahrscheinlich die Stärke gegenüber Pflanze, also Feuer und dann Wasser. Okay. Ich verstehe nur Bahn. Aber was ist was? Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, du kannst A drücken, dann da dran. Dann. Ich glaube, das soll Feuer darstellen. Nee, Wasser. Mit eingemessen Wasser, okay. Ich wusste das halt effektiv nicht. Ich habe das irgendwo mal gelesen. Gift. Okay, Gift ist ja wahrscheinlich Feuer. Okay, dann fangen wir hier an. Was? Hä? Aber wo ist Pflanze? Ich gibt uns noch mehr. Vielleicht. Es gibt kaum noch mehr. Guck mal rum, es gibt kaum noch mehr als nur die drei. Ey, wir werden jetzt erstmal harten Schatz suchen, also. Ja. Das hat jetzt die Zeit. Ja, guck mal, da unten ist noch eins. Und da ist auch eins. Ist auch noch eins. Unlicht. Alter. Aber du musst jetzt jeden einzelnen Typen davon vorzeigen, oder? Kann das sein?
Pflanze. Pflanze? Okay. Dann holen wir uns erstmal den Pokéball. Wasser und dann würde ich sagen, Gift, oder? Ich liebe es, dass du da einfach Top-Beleber hinterhergeworfen bekommst. Das ja, erstmal die Stärke, also erstmal wahrscheinlich Gift oder Flug halt. Ja, ich dachte, die Stärke von Pflanze, also die, was gegen was Pflanze stark ist. Also Wasser. Das kann natürlich auch sein. Mach Wasser. Okay, was mal so. Schweine. Ist ja herausgefunden. Und ich meine, Schwäche ist ja Flug und Gift, also kannst du eigentlich aussuchen, was du willst. Haben wir überhaupt all die Typen da schon, oder? Okay. Red das mal an. Ist nicht nervig oder so. Mal gucken, ob es irgendwo noch Feuer gibt. Ich weiß nicht, ob es noch mehr. Ich weiß nicht, ob es noch eins gibt. Guck mal, da ist. Komm ich nur in den Pokémon-Center? Kommt man da hin? Nee. Ah, da. Oh! Hinten. Alter, wisst ihr, was für eine lange Strecke ist? Ich hab noch kein Fahrrad! Was? Feuer. Oh, leck mich doch am Arsch! Aber das ist doch voll dumm, Bach. Flug und Gift sind doch genauso schwächen. Ja, hätten die, keine Ahnung, so Elektro und Drache genommen, aber Stahl genommen oder so, was weiß ich denn. Ja, Stahl ist aber auch, Sag mal die Stadt hier, ich hab den Namen vergessen. Turfield. Also, was willst du jetzt, erst Feuer oder Wasser? Ich mache jetzt erst Wasser. Okay. Ich recherchiere mal drüber. Macht ja auch Sinn, Pflanze ist ja nicht schwach gegen Wasser. Ich meine, du musst recherchieren, das ist wir haben jetzt effektiv die vorletzte Möglichkeit. Ja, ich will aber wissen, was man da als Schatz bekommt. Das ist ja nicht raus. Jetzt werden wir gleich auf Haar liegen. Es tut mir leid. Das habe ich halt nie gemacht, weil ich es nicht wusste. Boah, das ist ein Graben. Expertenboard. Alter, das ist eigentlich. Okay. Das ist eigentlich ein geiles Item für den Anfang. Oha. Was ich dir damit geben? Ja. Ich würde vielleicht irgendwie ein Pokémon. Ich würde vielleicht einen Text geben. Weißt du, weil das Lustige ist, ihr habt gerade das Item erhalten und ich lese es gerade genau in dem Artikel. Junge Igi. Ja, gesagt, wir werden es ja erfahren. Junge Igi, wie ungeduldig kann ein Mensch sein, du? Ja. Ich bin halt ungeduldig, Funk. Okay. Dann gehen wir mal in die Arena. Vielleicht wollen wir vorher noch ein Pokémon fangen und dann in die Arena gehen. Ich glaube, ein Pokémon fangen wäre gar nicht so dumm. Ja, stimmt, wir haben ja noch den Encounter auf der Route da, gell? Ja, Route 4. Ja. Auf Route 5 können wir, glaube ich, noch nicht. Nee. Nee, die werden meistens von den Leuten. Ich wollte gerade sagen, auf Route 5 können wir im Porenta fangen, aber erstens können wir es eh nicht behalten, Zeit ist das Schild. Okay, jetzt muss ich nur aufpassen. Ich glaube, das ist da oben. Geh auf die rechte Hälfte, Komm einfach her, Baldi. Scheißegal. Igel, du darfst du schon mal einen Namen für Baldi aussuchen. Ah, Baldi. Das ist schwer für Müllhaufen. Ich auch. Nimm den Heilball, der passt. Nimm den Heilball, der ist genauso scheiße wie das Pokémon. Ich weiß, wie wir es nennen können. Okay. Schweiz. Ey, weißt du, ich sehe die Verbindung nicht, aber gleichzeitig fühle ich die Verbindung. Ja. Nein, auf the level. Okay. Das Problem ist, wir müssen jetzt einfach mal noch Trainer besiegen vorher, ne? Der Arena. Ach, stimmt. Ja, aber ich glaube, du kannst ein paar skippen. Ich will aber eigentlich die nicht. Eigentlich, aha, es ist. Ich schreib so TZ, weil ich edgy bin. Junge! Okay, ja. Das schreibt echt noch besser, ey. Ich hab halt gedacht, so gerade, warum schreibst du mit TZ? Hast du gerade mit Fritz Blitz? Lauf! Ja, ist ja gut. Nein! Erstmal. Ich hab einen Voldi gefangen. Igel, hast du gerade Linktausch gedrückt statt Zaubertausch? Nein, er hat Online-Verbindung. Ich hab Online-Verbindung erstmal angenommen. Ach so. Das fuckt mich auch in dieses Spiel ab, dass es nicht standardmäßig angeht, ey. Kein Spiel Schweiz. Hat Probleme. Nur Pokémon. Wir nehmen Pokémon bis maximal Level 25. Egal, wir ignorieren diese ganze Sache mit Castador, also sich kennen, okay? Castador war ein Unfall. Naja, aber ganz ehrlich, Leute. Wir, also auch mal die Leute, die die Videos hier gucken. Hä?
Mal so gefragt. Warte mal ganz kurz. Hab ich das gerade gesehen? Hier ist ein Typ mit mir runtergelaufen. Ich wollte mich umdrehen und gucken, was er sagt. Der war ja einfach weg. Ich hab's nicht gesehen, aber gefällt mir. Ist euch aber auch schon aufgefallen? Ja, der hier. Ist schon mal aufgefallen, dass. Ja, erzähl. Dass Castadur sehr häufig. Oh ja, das hat wirklich. Castadur hat echt das Passfoto-Gesicht. Ja. Ja. Ey, Mann. Ich will ja echt nicht. Ich mag dieses Spiel eigentlich, aber das ist einfach. Das ist schon legendär. Oh, ich will es doch einfach nicht behalten. Das ist Level 26. Zwerle. Ich habe gerade der großgeschriebene Name wäre jetzt das Pokémon. Dachte ich mir schon so, Sein flutschiges Fell duftet süß wie Zuckerwatte. Es stößt klebrige Fäden aus, mit denen es seine Gegner umwickelt. Ich meine, falls wir es ins Team jemals nehmen sollten, ich kann es dir helfen, es zu entwickeln. So frech. Wir werden es auf der Box lassen. Ich meine, wenn wir es mal brauchen, ich kann es dir helfen, es zu entwickeln. So. Hip-Hop? Hippity-Hop? Gib dir das, Ige! Gib dir das! Ige ist toll! Wie hast du den Pflanzenorden bekommen? Du hast einen fucking Wasserstarter. Vielleicht hat Wolli Vegetarier. Er kann das Vegetarier nicht haben, ich hab keine Ahnung. Schweine hat Spiel an Urgel. Alter Balli. Ach, das ist unsere Freundschaft, hab ich doch hier ganz toll Ball für dich. Freundesball, Alter, ich wundere mich immer, mit was ich am Ende des Spiels Endinalos fangen werde. Ich finde es ja bis heute frech, die haben ja einen Play-Kämpfer. Ein Trainermodel für Balduin Trainer, aber es wird nicht benutzt. Das heißt, wenn du gegen Balduin kämpfst, ist es einfach der T-Pose. Übrigens, liebe Zuschauer, falls euch jetzt wundert mit diesem Joke mit dem Freundesball, es hat einen Hintergrund, mein Endinalos ist wirklich im Freundesball im Main-Game. Einfach nur aus dem simplen Grund, und er heißt Weltenboxer, weil Weltenvernichter nicht gepasst hat. Und es hat einfach nur einen Grund gehabt, ich habe diesen Raid gemacht und ich wusste zu diesem Zeitpunkt, dass Endinalos 100% drin ist. Ich glaube, weil mir das irgendeiner gesagt hat oder so, keine Ahnung. Und ich dachte mir, okay, dann nehme ich jetzt einfach irgendeinen Ball und Es ist der Freundesball geworden, weil er mit Abstand lächerlichste Ball ist, den ich hatte zu dem Zeitpunkt. Der Weltenvernichter im Freundesball. Der Weltenboxer. Weltenboxer. Hast du eigentlich den Weltenboxer noch auf dem Pokémon Plus? Ja, natürlich. Das ist so schön. Ich habe diese Arena-Cutscene so lange nicht mehr gesehen. Zeig, was du drauf hast. Okay. Bist du bereit, Johnny? Oh, ich hab die ganzen Rätsel auf so. Ich hab die ja alle nur ein einziges Mal erlebt. Ich hab das Spiel auch. Nee, ich hab das Spiel zweimal durchgespielt, da war ich ja noch im zweiten Playthrough mir dann die anderen Legis geholt habe aus den DLCs. Ich glaube, ich kann mich an die ganzen Minigames ja gar nicht mehr groß dran erinnern. Aber ich finde das richtig cool, wie die das gemacht haben in dem Spiel. Da wird das Hintergrund was nicht gemacht. Okay. Ja. Probiert was. Ich höre es nicht, ich will es auch einfach gar nicht hören. Zuschauer, das ist. Wir haben von Waka Waka gehört und haben uns gedacht, Alter, dazu muss es doch eine Pac-Man-Parodie geben. Aber das Einzige, was ich gefunden habe, war ein fucking low-quality spanischer Typ, der einfach richtig scheiße singt. Das ist einfach die Qualität. Ich werde euch hier die Szene einblenden, wenn ich es nicht vergesse. Ja. Wenn ich es vergesse, ignoriert meinen Satz einfach, okay? Und eventuell existiert bis dann eine Parodie von mir selber. Oh Mann. Ich hoffe nicht. Weil ich den Text einfach eben so geil gefreestylt habe, dass Johnny wirklich dachte, das wäre etwas, was wirklich existiert. Haben wir Drachenwut? Ich glaube nicht. Okay. Unangenehm. Ich mag dieses Rätsel. Ja, ist ganz lieb. Ich mag immer dieses Geräusch. Was ist da los? Alter, du siehst aus wie ein Woven. Ich weiß nur, dass die Trainerinnen aus Kate's Arena süß aussahen. Oh Mann. Waka 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 waka. Ich tue es bei Ackmann.
Okay. Schreck zurück! Ja, da hast du genügend Muni, was für gegeben, die Arena zu gewinnen. Ja, der Turbodreher, das einzige Spiel, wo der Turbodreher einigermaßen okay ist. Oh. Ja, geil. Und hey. Ab. Was ist eigentlich, um mal ein kleines Thema anzuschneiden, was mir vorhin durch den Kopf geschossen ist. Oh, eine Rakete. Was ist eigentlich euer was ist eure Lieblings-Videospiel-Werbung, die mal im Fernsehen lief? Oh. Ich würde gerne darauf antworten, wenn jetzt meine Bluetooth-Kopfhörer nicht leer gehen würden. Oh, ich kann mich an so wenig erinnern, weißt du das? Das ist schlimm. Vielleicht gab es ja eine, die dir so richtig schön im Kopf geblieben ist. Keine Schimmel. Nein, keine Ahnung. Mir fällt gerade echt keine ein. Wie gefällt dir was ein? Wie kannst du uns hören? Igels Bluetooth-Kopfhörer ging gerade leer, ich glaube, der wechselt gerade. Okay. Bei mir fällt ein. Mir ist sofort einer eingefallen, aber ich warte noch, dass Igel, vielleicht sagt er das nämlich auch. Ah, ich meine, sie sind jetzt vielleicht nicht so besonders, aber ich mochte die von Sonne und Mond, die ist ja jung. Der dann mit seinem Freund am Puppen ist. Oh, mit den kleinen Japaner? Ja, die war cool. Oder Hawaiianer, ich glaube, es war ein Hawaiianer. Ich glaube, die haben sich ja, ein Hawaiianer rausgezogen. Ich glaube, es war ein Japaner, der nach Hawaii gezogen ist und dann für einen Urlaub oder so. Stimmt, aber ich glaube, das war keine Fernsehwerbung. Doch, das war auch, glaube ich, das war ein TV-Spot, aber nicht in Europa hier. Okay. Und es war ja. Ich, also auf YouTube gab es auf jeden Fall, das weiß ja. Ich. Also meine Werbung, die ich immer am seltsamsten war, ja die Frage, genau. Nein, am ja, besten. Ich werde am seltsamsten können wir dann nachmachen. Hä? Am seltsamsten. Ja, ach, erstmal die, die du am besten findest. Danach können wir die am seltsamsten. Seltsam fällt mir sogar eine ein. Mir also auch. Die ich am besten fand. Fand ich immer diese Werbungen von, also jetzt allgemein gesprochen, die von Nerf. Mal mit den Nerf-Guns. Ja, aber es geht um Videospielwerbungen. Oh Mann! Also ich hab schon die mit dem kleinen Japaner von Sonne und Mond. Also die beste Werbung für mich persönlich war die zu Pokémon Blau und Rot. Die ey Mann, die wollte ich mit seltsamsten Werbungen machen, weil das ist einfach voll geil. Das keine ist Ahnung, was die Werbung meint. Dieser Bus mit diesen ganzen Pokémon zusammengepresst wurde. Ach, das. Ach was? Hä? Das ist nur ein ich fand das so merkwürdig. Doch, ich kenne die. Es ist so ultra merkwürdig. Mir gefällt mir das eine Body Card erst gegen die Mauer gerollt ist. Fucking Dummbatz. Also meine Lieblings-Videospiel-Werbungen, ich glaube, wenn ich das jetzt sage, wenn die mir auch instant zustimmen, ist die von Super Mario Maker. Mit diesem riesigen Hochhaus, wo die das so in Real Life nachgestellt haben, mit dieser riesigen Baustelle, die dann gemacht haben. Das war episch. War das nicht sogar in dieser Werbung so, dass dann auch verschiedene Artsize auf einen Schlag waren? Ja. Alter, ich kann mich gerade erinnern. Das war richtig epic, apropos epic. Es geht los. Alter. Mickey Epic. Warte. Ich hab immer ein Herzlich. Ich liebe diese verfickten Arenen in diesem Spiel. Ich liebe sie so sehr. Ja, Rombo Siege, das passt ziemlich gut zu Jaro. Oh Mann. Also, unser erster Dynamax, Jungs! Okay, das muss reichen. Ich hoffe, du nennst es Jacho, der Wacker-Wacker-Mann. Ich will es nicht. Junge, du hast jetzt Bad Universum 2 genannt. Ja. Ich war so absolut grundverwirrt, als ich das gesehen habe, weil ich mich absolut nicht mehr dran erinnern konnte an die Aufnahme. Das war einfach dein Joke, als wir das mit deinen angefangen. Ja, vor allem das Schlimme ist, es ist nicht mal eine Woche her gewesen. Ich gehe davon aus, es greift mich zuerst an. Oh, nö. Coutini ist, glaube ich, sehr langsam, aber keine Ahnung. Ja, sehr langsam tatsächlich. Oh, die Musik! Oh, ich habe sie so vermisst! Oh, das
Mach Biss, dann Schnurri. Oh, ich liebe die Arena-Musik aus diesem Spiel. Weißt du, was das Gute ist? Selbst wenn wir überlevelt sind, Dynamax treffen unsere Attacken immer. Außer das Pokémon. Weißt du was? Ein. Dann werde ich einfach aus Prinzip Kage Kastador benutzen. Da kann ich ja jetzt ohne Probleme Super Text wechseln. Das Gute ist, nach dem Kampf haben wir, glaube ich, auch 10 Level mehr oder so. Yeah. Achso, ich dachte jetzt, du meinst 10 Level. Hab's, ich war gerade grundverwirrt. Oh Mann. Boots, müsste ich eigentlich sterben, ja. Boots! Yo, einfach überdimensional vernichtet. Gleich heute etwas überdimensional vernichtet. Wollt ihr die Pac-Man-Parodie von Flonk? Schreibt's in die Kommentare. Die Musik! Ja, das ist geile Musik. Ich hasse sein Team sehr. Ja, gut. Ich meine, gibt's effektiv ein anderes Pflanzen-Pokémon aus Gen 8? Ja. Du hast den Starter. Bestimmt. Fällt gleich ein. Außer Coronaspar. Könntest du mal bitte aufhören, meine Antworten einzuschränken? Also was theoretisch Gen 4 mit Feuer-Pokémon war, war das bei diesem Spiel mit... Ja gut, als Pokémon gibt's schon viele, nur keine neuen. Ja, neun, ja, das hab ich auch gemeint. Bei Gen 4 gab's auch keine neuen. Natürlich, es gab Magbrand, es gab Panferno, es gab Heatran. Neue! Also jetzt mal ohne mitgerechnet mit von Magma-Entwicklung. Gut, dann so. Panferno und Heatran. Ja, es sind drei. Wisst ihr, mir gefällt es wie absolut... Panferno und Ganz kurz, mir gefällt es wie absolut gelangweilt und unspektakuliert von allem. Kastatu da einfach liegt und es einfach geschehen lässt. Ich mag es auch. Das hat das Foto-Face. Ich liebe es auch, wie Yahoo der einzige Arena-Leiter ist, der kein Pokémon hat, was deine Giga deine. Also, ist. Schwert und Schilder, Chimpep, Chimstick, Squirtrom, Contini, Kotomi, Knapfel, Trapfel und Schlapfel. Stimmt. Und Corona-Spa, ja, das war's. Da hätte man dem doch eigentlich schon Knapfel geben können, obwohl man es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hat. Wollen sie vielleicht nicht spoilern. Der Knapfel ist schon fantastisch. Ich hätte ja auch mal einen Chimpep geben können, so ist jetzt nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie in den letzten Gens irgendwie das nicht so mögen, zu Trainern so einen Starter in die Hand zu drücken. Ja, und ich weiß echt nicht warum. Mein Gott, Custos, was seid ihr mal? Das ist der Kampf deines Lebens! Mann, die beiden gucken einfach so absolut hirntot. Was ist denn eigentlich durch was vergesse ich eigentlich Kastelu? Level Ups! Ja, aber welches Level? Scheißegal, so ein Level Up. Das ist ein 5 Pokémon, die entwickelt sich alles spät. Und Kastelu hat man, glaube ich, auch relativ spät bekommen. Ja. Kastador. Ja gut, Kastador. Obwohl, nee, es war schon der Elektrolithöhle, oder? Ja, es war einfach schon effektiv nach dem 5. Norden. Jo, kann ich auch mal Schaden machen. Level 40. Ah, ich hab's okay, ich hab's gecallt, Alter. Ich meine, Kastador wird bestimmt auch kein ewiges Teammitglied. Nee, Kastador ist auch einfach nicht gut. Ich meine, ich war Kastador. Ich ja, liebe es sehr, aber. Ich mag tatsächlich Tentantel aber sehr gerne auch. Kastador ist halt sehr selten Spiel. Es ist halt ein sehr defensives Pokémon. Ich glaube, ich habe ein einziges CP-Team in ganz Schild, ein Schild dabei auch ein Tentantel drin. Hm. Ich meine, ich mag die Pokémon einfach generell sehr. Ja. Ich mochte mein CP-Team. Das war, glaube ich, das beste Team, was ich jemals gebaut habe. Ich habe 3 Kämpfe gemacht damit. Diese fucking Kastador! Gut, Passbild. Weißt du was? Dieses Pokémon wird ab heute Passbild genannt. Das ist eine harte Rakete, das ist ja wenigstens irgendwie effektiv. War vielleicht doch sein Plan, Flonk. Ja, aber er hat hier voll ja, gestartet. Ah, stimmt, das ist ungehorsam. Das ist deine Wechsel, ist vorüber. Das Grasfeld ist verschwunden. Und genau in diesem Moment ist dort hinten im Publikum ein schwarzer Mann mit Rasterlocken aufgeschaut und hat gesagt, nein. In dem Moment ist Holland gestorben.
Ja, warte ich. Ja, aber mein Starter. Das ist immer so traurig, ey. Kannst du es jetzt bitte umbringen? Kannst du meinen Starter jetzt bitte töten? Also, ich habe ja an sich nichts gegen schlechte Pokémon, aber fick dich vielleicht, ne? Kann jemand aus der Community vielleicht so ein Bild machen, wo man Johnny sieht und dazu so das pflegt nur ihr, was so ganz enttäuscht so in der Ecke sitzt und weint? Junge, die Community. Als hätte ich Fans. Ige, effektiv Johnnys Community ist hier schon dabei. Wir sind Johnnys Community, mehr hat er nicht. Ey, Jungs, wisst ihr was? Ich hab langsam das Gefühl, dass wir diesen Nasdaq schaffen, ohne ein Pokémon zu verlieren, und ich bin bereit. Und dann kommt der nächste Trainer, einfach irgendein random Trainer, der tut es einfach töten. Drachenklaue? Jetzt ja, schon? Ja, das Ding dann. Warte. Wann entwickelt sich eigentlich Mitze? Spät, das ist ein Drachen-Pokémon, das ist ja, wirklich generell immer spät. Aber vor 50, aber vor Level 50 hat man es schon. Ich glaube 35 müsste es sein oder so. 38 um zu Scharfax zu werden und 48 zu Marzeug. Ja, also du so frisch einen Drachenklaue erlernst, Alter. Also wir haben noch ein paar Level vor uns. Ich hab's immer geliebt, wenn ich den schwarzen und weißen Nassock gemacht habe und dann super früh dann das bekommen habe. Du kannst es ja in der Panera-Höhle holen, sobald du es darfst. Ja, aber das ist. Yo, das ist einfach krass. High five, Alter. Junge, ich passe 9-mal in deine Hand, ey. Nicht nur du. Du kannst das Pokémon bis endlich Level 25 fangen. Toll, Caster, du hast 3 Level hast du noch. Ja, fang. Fang. Das ist aber ein anderes Level als gehorchen. Das wird unterschieden in dem Spiel. Zauberblatt. Nice. Kann ich das Kassador vielleicht beibringen? Guck mal auf dem Trainerpass, da siehst du, welches Level wir gehorchen. Moment. Ich war so unterbrochen. Das ist ein riesiger Mann. Weißt du was, glaubt ihr, was für eine Stimme hat Jaro? Ich bin ja für so eine Stimme. Und nein. Noch besser, für so eine Stimme. Also ich glaube, ja, schreit so zu uns, aber ich weiß es ja natürlich nicht. So eine Stimme wäre halt echt schon mal. Jetzt muss ich gerade durch Johnnys Stimme, also Johnnys Vermutung, da muss ich mir gerade so ein Jaro mit Montana Black Stimme vorstellen. Kannst du es bitte nicht tun? Ich habe Messi gezogen! Er hat Messi gezogen! Hey, Johnny, mit Random Attack wäre das schon lustiger, hab ich recht? Ja, wäre es. Ich weiß nicht, ob das weiterhin so mal hin. Das wird mich nicht dazu umentscheiden lassen. Ja, das hat schon seinen Grund, warum wir das nicht mal mit dir aufnehmen. Spaß. So. Packen wir einfach mal dich dann als nächstes irgendwann. Ja, Rohr hat verloren. Ja, hast du den mal angeguckt? Der hat schon so. So, verlieren, ja, dummer Rohr. So, wir gehen jetzt in die nächste. Wisst ihr was? Eigentlich habe ich richtig hart gelogen. Hm? Nee, habe ich nicht. Wir haben 2 Orte dieser Folge geschafft. Wir ignorieren die gut davor einfach komplett. ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir haben etwas erreicht. Ja. Du lässt es dich mal richtig abmoderieren und sagst tschüss. Tschüss. Alter, wir können bis zu Level 30 Pokémon gehorchen. Das ist ja fast schon bis zur nächsten Arena. Ja, aber nur fast. Übrigens, irgendeiner will es doch bestimmt. Nein, ihr wollt es nicht, ihr wollt es nicht. Das ist so ein Igler, guck, der will das bestimmt. Igler, bitte, nur für dich. Igler, wenn du das siehst, warum? Igler, wenn du das siehst und machst, bitte schick mir einen Screenshot, danke. Hey Igler, ich liebe dich. Ich mag es, dass einfach noch immer 7 Nullen drin sind, weil es einfach so wenige Ligakarten gibt. Hoffentlich nicht. Also, mach's gut. Adios. Bis zum nächsten Mal. Waka waka! Waka waka, ey. Es do es Pac-Man. Waka waka waka, ey. Pac-Man, ey. Waka 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 waka.
Esto es Pac-Man. Waka waka waka. Pac-Man, Pac-Man. Waka 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 waka. Esto es Pac-Man. Y pasé el Pac-Man. Wiki wiki wojo. El otro nivel. Y volví a pasar el Pac-Man. Wiki wiki wojo. El otro nivel.